Servus Leute und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal Metzgermeister Rögele. Unser Schatz, die Sandon Salami. Wisst ihr, warum das unser Schatz ist? Weil, sondern eine geschützte Salami, die komplett ohne Zusatzstoffe funktioniert. Stellt euch das mal vor. Keine Geschmacksverstärker, keine Triebhögelsalz. Hammergeil, komplett ohne Zusatzstoffe. Stellt euch das mal vor. Also passt auf, wie wir unsere geile Sandon Salami ohne Zusatzstoffe herstellen. Bevor dass wir natürlich jetzt anfangen, unseren Speck zu blätteln, müssen wir erst einmal gucken, dass wir die Schwaddenzüge hier entfernen. Einfach mal wegschneiden. Genauso wie wenn jetzt an der Seite irgendwelche Knorpel wären, immer mal ein bisschen kontrollieren, bevor dass ihr dann eine schlechte Ware habt. Natürlich auch schauen, wenn ihr jetzt irgendwie dann Hals, wie ihr sehen könnt, da bleibt normalerweise, ist dann immer da wegen mehr Fleisch. Das probiert ihr auch relativ gut zu lösen. Wir lassen den jetzt einfach mal durch und zerkleinern den einfach aus dem Grund, dass der Kutter sich ein bisschen Energie spart, dass wir uns da wegen die Messerschärfe sparen, weil das macht die richtige Schläge. Go. So Leute, hier ist leider ein kleines Problem aufgetreten in der Kommunikation. Und zwar haben wir in der Sandon Salami einen geringen Anteil an Nitritpökelsalz doch mit drin. Also von unserem, was sowieso schon nitritreduziert ist. Das Ganze wird natürlich abgebaut und wir haben natürlich weniger drin als bei den anderen Salamis. Nur ein bisschen, hat der Vater gemeint, müssen wir mittlerweile mit reintun, weil es einfach nicht so schön abgebunden hat, keine schöne Farbe hatte und es dann auch dementsprechend die Haltbarkeit ein bisschen zu krass drunter gelitten hat. Also tut mir leid, es hat sich seit 2 Wochen verändert. Im Onlineshop steht es auch mit Nitritpökelsalz drin, muss man ja mit angeben. Mir nicht aufgefallen, der Papa hat auch noch irgendwie die alte dann im Kopf gehabt irgendwie oder hat er gar nicht so aufgepasst, als wir aufgenommen haben. Dementsprechend tut es mir leid, ein bisschen Nitritpökelsalz ist mit drin. Wie gesagt, weniger und Nitrit reduziert, wird auch komplett abgebaut, bis das in den Verkauf kommt. Aber wie gesagt, wir müssen das erwähnen, in der Salami wird es komplett abgebaut. Also, weiter geht's. So genau, für unsere Sandon Salami, die ja natürlich komplett ohne Zusatzstoffe ist, da ist nur noch eins was dabei, was man deklarieren muss. Und das ist der Honig, den wir dazugeben. Und der Honig, der ist halt als Zuckerstoff gewertet. Sprich, der ist deklariertmäßig und da einfach Honig. Ansonsten haben wir kein Pökelsalz drin, wir haben keine Zusatzstoffe an sich mit drin. Wir haben Starterkulturen mit dabei, die natürlich nur mal für die ganze Bindung und der Haltbarkeit helfen. Aber prinzipiell kein Pökelsalz, keine Geschmacksverstärker und so weiter und so fort. Wir geben jetzt auch für unsere Sandon-Salami natürlich ein wenig Sandon-Öl mit dazu. Ein Sandon-Öl hat man 45 Gramm insgesamt, also sprich 3 Gramm auf ein Kilo. So, genau, das passt. Danach haben wir noch Sandon-Beeren, einfach auch nochmal für einen richtig geilen Geschmack. Die gebe ich beim Salz mit dazu, also quasi zum Schluss. Davon brauchen wir 30 Gramm, sprich 2 Gramm auf ein Kilo. Wir haben das jetzt fertig. Die Gewürze natürlich kann ich euch nicht verraten aufgrund von unserem Betriebsgeheimnis. Das ist eine selber erstellte Wurst, eine selber erstellte Gewürzrezeptur. Aber da könnt ihr eure Kreativität freien Lauf lassen, so Standardsachen wie Pfeffer und sämtliche Geschichten. Der Rest ist einfach nur Geschmackssache und ja, so wie ihr Bock drauf habt. Wir fangen jetzt an und kuttern gleich. Genau, wir geben zuallererst, lassen wir jetzt erst einmal unser Fleisch, 8 Kilo gefroren, gewolftes Schweinefleisch, lassen wir jetzt erst einmal ankuttern. Geben gleich Honig und Öl mit dazu. Und die Gewürze. Danach haben wir 2 Kilo geblendeten Speck, Rückenspeck. Und 5 Kilo Rinderhackfleisch, also schön mageres Rindfleisch, schön mit dazugeben. Frisch, nicht gefroren. Wir geben jetzt unser Salz und unsere Sandon-Beeren mit dazu. Wir sehen jetzt schon, wie es anfängt abzubinden. Dafür, dass alles natürlich zusammenkommt, müssen wir jetzt nochmal zusammenkratzen. Ich meine, ihr seht ja hier, dass es da teilweise noch ein wenig gröber ist, sich Gewürze festgehangen haben, sich Salz festgehangen hat. Und das wollen wir alles natürlich nicht in unserer Salami. Wir möchten, dass es alles schön zusammen als eine Masse geht.
So, und wir geben wieder Gas. Genau, so passt es jetzt. Wir haben eine schöne Bindung, wie ihr sehen könnt. Hier seht ihr den Anschnitt von der Salami. So wird es dann ausschauen von der Struktur her. Und das ist schön. Das nehmen wir mit. Wenn ihr es feiner haben wollt, einfach länger kuttern. Wenn ihr es ein wenig gröber haben wollt, könnt ihr den Speck auch später mit dazugeben. Das ist dann einfach nur noch belieben. Je nachdem, wie lange ihr kuttert, so ist dann euer Speck. Wir merken, es hat eine super Sol-Gel-Bildung. Also sprich, wir haben einen guten Scheibenzusammenhalt. Das merkt ihr dadurch, dass das alles schön zusammenpappt. Ansonsten wäre es so bröselig wie am Anfang. Aber durch Salz und Frischfleisch haben wir eine gute Bindung hinbekommen. Oder einen gewissen Eiweißaufschluss sozusagen, der unsere Bröckele zusammenhält. Die Temperatur ist natürlich auch relevant beim Kuttern. Dass ihr sagt, dass ihr so ungefähr 0 bis 1 Grad erreicht, dann ist es am schönsten zum Füllen. Und wenn es gefroren wäre, hätten wir auch keine gute Bindung, würde auch wieder nur bröckeln. Deswegen geben wir eben auch das Frischfleisch mit dazu und nicht gefroren, damit es einfach schneller die Temperatur bekommt und wir dementsprechend auch eher mit dem Kuttern fertig sind tatsächlich einfach. Ansonsten könnt ihr es genauso einfrieren und einfach länger kuttern von Anfang an. Spezielle Salami braucht spezielle Därme. Spezielle Därme sind hier halt einfach ein Darm mit Aufdruck, auch ein Faserbackdarm, Rauch und dampfdurchlässig. So kann das Wasser nach außen austreten und der Rauch natürlich zur Salami gelangen. Wenn du es bis hierhin geschafft hast, sehr gut, denn du erhältst jetzt hier gerade die Möglichkeit, einen Rabatt zu bekommen. Und einmal mit dem Code Sandorn gibt es die ersten 10 Bestellungen, die die Sandorn Salami bestellen, 10% Rabatt. Also schaut in den Onlineshop rein, Link kommt oben und gönnt euch die 10%. Also die Salami ist eigentlich geschützt, dieser Darm mit diesen ganzen Motiven und Sandolin Sandorn Salami hat eigentlich ein Patent. Wir dürfen es benutzen, weil wir Gewürze dort kaufen. Und die ja dementsprechend natürlich dann auch ihren Umsatz machen hier, ne? So. Wir haben jetzt alle gefüllt, die werden aufgehangen. Wir sehen uns später, wenn wir die ganzen Salami fertig haben und wir dann alles zusammen in den Reifeschrank gehen. Unsere Salami sind jetzt alle gefüllt. Das heißt, wir müssen sie natürlich jetzt erst einmal ein wenig schwitzen lassen. Wir wollen, dass sie jetzt schön reift, damit es jetzt dann eben optimal alles abbindet, die Starterkulturen schön die Salami absäuern können langsam, indem dass sie im Endeffekt das Zucker und die Kohlenhydrate zu sich nehmen und dann dementsprechend Säure ausscheiden. Und somit kriegen wir dann auch das Wasser schon mal raus. Und das ist ja im Endeffekt der komplette Reifeprozess. Wasser entfernen ist ein Haltbarkeits- und Reifeprozess. Somit kriegen wir dann auch das Ganze fest. Plus durch die Säure denaturiert im Endeffekt in Anführungszeichen das Ganze und hat somit dann den Scheibenzusammenhalt. Das ist relevant. Also sprich, wir reifen die jetzt. Drücken einfach mal auf Start. Wir lassen das jetzt bei 24 Grad bei 98% Dampf jetzt erst einmal ganz schön erwärmen lassen, damit es eine schöne, warme Umgebung hat und auch eine feuchte, damit jetzt erst einmal alles hier reift da drin und dass es alles ein wenig startet. Später kann man natürlich, genau, und dass die Umrötung und so Nitritpökelsalz natürlich auch arbeiten kann, schneller arbeiten kann natürlich. Aber wir sehen uns, wenn wir dann quasi mit solchen Schritten wie mit dem ersten Dampf geben, fertig sind und wir sie dann vielleicht dann sogar schon anräuchern, damit wir sagen können, okay, wir haben die Salami von außen zumindest schon mal ganz leicht geschützt, dass da kein weißer Schimmel dazu kommt. Ich meine, da kennt ihr ja teilweise Bilder, wie brutal das teilweise abgeht. Wie es dann bei uns in die Kamera reinkommt, indem wir dann den restlichen Reifenprozess weiterführen. Genau, unsere Salami, wenn wir die jetzt die ganze Zeit schwitzen haben lassen, dann tun wir sie natürlich hier bei uns in den Reifeschrank rein. Das könnt ihr natürlich auch einfach im Keller machen oder einfach irgendwo hinhängen. Hier haben wir halt einfach die Sicherheit, da kommen keine fremden Tiere rein, theoretisch mit ran, also Mucken oder irgendwas. Und dort haben wir auch nochmal reguliert, wie die Feuchtigkeit spielt und wie die Temperatur. Also sprich, am Anfang natürlich alles ein wenig höher und danach wird alles nach und nach gesenkt. Vor allem halt die Feuchtigkeit, weil wir wollen ja die Feuchte entziehen. Und die kommt ja natürlich nur durch die Luftzirkulation nach außen. Wenn jetzt schon zu viel Feuchtigkeit in der Luft ist, kann natürlich weniger nach außen abtreten. Deswegen geht es nach und nach für eine langsamere, schöne, nicht säuerliche Reifung. Ist es so optimal geregelt. So, unsere Salami ist jetzt schon über 2 Wochen lang am Reifen. Das heißt, wir haben es jetzt schon in den Rauch rein. Ja, wie ihr sehen könnt, von der Farbe her, das ist jetzt mit allen. Die Landsalami zum Beispiel kann ich euch jetzt natürlich nicht zeigen. Die hat ja einen geschlossenen Darm.
Aber was beim Füllen so wie Schmiere rüberkommt, was natürlich auch so der Fall ist, ein wenig, aber das bindet sich genauso mit ab und das seht ihr dann auch überhaupt nicht mehr. Also sprich, ihr habt hier so ein richtig schönes Ergebnis. Jetzt ist es schon schön angeräuchert, aber wir räuchern natürlich noch weiter. Wie lange räuchern wir das Ganze? So um die 8 Stunden ungefähr, Kaltrauch. Bei 24 Grad machen wir das. Und ja, ihr müsst natürlich aufpassen, dass ihr natürlich die schön nirgendwo anecken lässt. Ansonsten haben wir dort keinen Rauch drauf, was natürlich der Haltbarkeit an dieser Stelle und die Schimmelbelastung oder der potenzielle Schimmel, der kommt, viel krasser erhöht. Genau, so machen wir die ganzen Salamis. Und wir sehen uns, wenn wir dann die ganzen Salamis jetzt probieren. Also sprich, jetzt dann die kernige Land- oder auch die Zandorn-Salami. Und was haben wir noch gehabt? Die pure Rindsalami. Schaut es euch an, prinzipiell die Farbe schaut schon echt gut aus. Wie es schon viele mal gesagt haben zu mir in den Kommentaren, rote Beete ist ein Industrietrick. Leute, mal ganz kurz zur Klarstellung. Rote Beete-Pulver, das wird in der Bio-Wurst-Herstellung vor allem genommen, weil man ja kein Nitritpökelsalz dort verwendet. Nirgendwo. Und die Farbe musst du irgendwo hinkriegen, optisch. Die Leute wollen natürlich was optisch schön Ansprechendes haben. Wenn die das dann so grau, fad, langweilig ist dann so ansehen, das schaut einfach nichts aus, die Leute werden es nicht kaufen. Dementsprechend, hier natürlich dann auch mit Rote Beete gearbeitet. Der einzigste Zusatzstoff, wo man sagen muss, ja okay, ist dabei, ist Honig, Leute. Honig, das wird auch deklariert als Honig und das war's. Selbstverständlich Starterkulturen auch dabei, um natürlich die Salami überhaupt da mal denaturieren richtig zu lassen, dass sie gescheit absäuert und so weiter. Aber das erfahrt ihr jetzt alles gleich im Video. Ich hätte gesagt, wir schneiden es gleich aus vom Vakuum, weil Vakuum, da drin reift es einfach nochmal schön weiter, ohne irgendwelche Probleme mit Schimmel oder irgendwas. Safe Weiterreifung. Seht, wir müssen ja auch immer wieder zwischendurch einmal die Scheiben anschneiden. Das war dann nach dem Räuchern, wo wir mal geschaut haben. Das war nach dem Reifen. Da haben wir natürlich erst einmal schauen müssen, passt die nicht. Und das haben wir natürlich so lange gemacht, bis wir auf den Punkt gekommen sind, passt. Also gut, Leute, wir schneiden sie an. Und ihr seht, richtig schön, die ist von der Optik super. Die ist schon im ganzen Schnittbild auch echt gut. Hat einen echt guten Halt, muss man sagen. Man kann ziehen, okay, irgendwann natürlich, klar, passiert was. Aber prinzipiell, die hat einen echt guten Scheibenzusammenhalt. Und jetzt wisst ihr, warum das unser Schatz ist. Mega geil, also wirklich, der Rauch kommt schön raus. Man schmeckt natürlich die Sanddornkerne schön mit drin. Das Öl kommt ganz leicht raus, Honig natürlich. Das ganze Zusammenspiel ist ein echter Traum. Also Leute, unten direkt der Link zu diesem Produkt. Sanddorn Salami in unserem Online-Shop. Und ihr könnt natürlich auch mal allgemein, eins und runter ist unser Online-Shop-Link. Einfach mal draufklicken, durchschauen, was wir alles so haben. Und einfach mal solche geilen Produkte mal durchchecken. Was natürlich auch nicht fehlen darf, ist, Leute, vergesst nicht ein Like da zu lassen und ein Abo, damit ihr nichts mehr verpasst. Und dass ihr mich unterstützen könnt und das sogar kostenlos. Selbstverständlich freue ich mich auch, wenn ihr Teil der Coin-Krieger oder Unterstützer werdet, wo ihr bei monatlichen Verlosungen mitmacht, aber das könnt ihr euch ja einfach mal reinziehen, wie das da alles ist, was für Vorteile es euch auch bietet. Genau, dann hätte ich gesagt, nur noch unser Abschlussspruch, lasst euch nicht von der Masse verleiten, lasst uns bei der Qualität bleiben.